Mir geht das Leben aus. Was nicht so schön ist. Aber trotzdem gehen wir noch eine Etage nach unten. Oh, oh mein Gott. Ich wollte gerade sagen, hat sich auch gelohnt, weil ich den Edelstein da gesehen habe. Und dann sind mir erst die Spinnen aufgefallen. Wahllos dumm drauf rumgehämmert. Das kann ich. Ha, du hast mich nicht gesehen. Wo hat so ein Blob wohl seine Augen? Frage ich mich wirklich. Aber zumindest wahrscheinlich gut, Bronzeerz zu fahren. Okay, dann bin ich jetzt 24. Ein noch, dann bin ich Level 25. So. Hier müssen wir jetzt aufpassen. Den kommst du ja gar nicht ran. Der kommt aber leider erschreckend gut an mich ran. Ich habe nicht mehr viel Leben. Ich weiß, das seht ihr nicht, aber ich wollte es nur schon mal gesagt haben. Kann also passieren, dass ich hier verrecke. Oh Gott, ist schön. Deswegen, oh Gott, so viel Spinnen. Deswegen ist es. Aha! Deswegen ist es ja so dunkel. Das ist schön. Haben wir hier noch irgendwelche Dinge, die ich vielleicht brauchen könnte? Hm, da hinten steht noch. Oh ja, hier steht noch was rum. Nee, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Nee, nee, ich gehe jetzt wieder hoch. Ich hab gedacht, ich finde hier noch ein bisschen was an Kohle. Kannst du aber vergessen. Nichts mit Kohle. Aber dafür haben wir jede Menge, Bronze. Das finde ich gut. Ich würde mal Eisen sagen, aber es ist ja Bronze. Ich weiß tatsächlich noch nicht, ob wir irgendwie... Wenn wir tiefer gehen, noch irgendwo. So. Haben wir tatsächlich nicht mehr viel Kohle dabei. Ich glaube, ich kann jetzt noch einmal. Hm. Okay. Ist aber irgendwie nicht das, was ich mir erhofft hatte. Was das Ganze schon irgendwie ein bisschen traurig macht. Oh, guck mal, ich hab ja noch 20. Oh Gott, ich habe ja noch so viel Kohle hier. Dann kann ich da ja nachher noch welche von machen. Ja, dann ist das Ganze ja auch nicht mehr so tragisch. So. Oh, komm. Warum sind denn da noch. Da sollte doch eigentlich gar nichts mehr drin sein. Die will ich eigentlich abreißen. Wie habe ich die denn da reingepackt? Ja. Im Rahmen geistiger Umnachtung, fürchte ich. So. Können wir die jetzt vielleicht auch mal abbauen. So, dann kommen die weg. Und wir gehen schlafen. Gute Nacht. Bergbau ist hochgestuft. Yay! Das ist so schön. Und irgendwie tut mir mein Knie heute so weh. Oh! Hey Savannah, heute ist der große Tag. Heute findet die Eröffnungszeremonie statt. Ich wollte dich nur abholen, um mit dir gemeinsam zum Museum zu gehen. Bist du bereit? Ja, klar. Ja, klar, lass uns gehen. Komm's Gott, los.
Oh nein, ich habe daheim was vergessen. Weißt du was? Wieso gehst du nicht schon mal vor? Wir sehen uns dann beim Museum. Warum? Ich muss mich beeilen, Savannah. Wir sehen uns beim Museum. Ja, dann leg los, Junge. Oh Gott. Sie ist schon voll verzweifelt. Oh Gott, sie ist voll verzweifelt. Millie. Savannah, hast du Scott gesehen? Er ist spät dran. Er sollte die Zeremonie beginnen. Oh, er hat gesagt, er kommt gleich. Ich sollte vorgehen. Es tut mir sehr leid. Voll verzweifelt, die Arme. Willkommen, verehrte Gäste. Auf die Einweihung der Halle der Gründer. Wir möchten allen für ihr Kommen zu dieser großzügigen, großen Eröffnung danken. Dieses Museum ist wahrlich eine Zusammenarbeit zwischen allen Anwesenden und auch jenen, die nicht anwesend sind. Wir alle möchten allen Unterstützern, die hier sind und die an uns geglaubt haben, unseren Dank für den Bau dieses Museums aussprechen. Dieser Raum, diese Halle der Gründer, ist das Mindeste, was wir tun können. So, genug gequatscht. Jetzt ist es an der Zeit, dass wir endlich offiziell unsere Halle der Gründer eröffnen. Bürgermeister Connor, wenn du uns die Ehre erweisen würdest. Danke, Scott. Ich war ja skeptisch, dass so viele Menschen aus der ganzen Welt uns ihr Geld geben wollen. Aber ich bin froh, dass ich eines Besseren belehrt wurde. Ich bin mir sicher, dass ihr alle schon ungeduldig darauf wartet, die Halle der Gründer von innen zu sehen. Hiermit erkläre ich die Halle der Gründer offiziell für eröffnet. Und natürlich auch den Rest des Museums. Wow, sieh mal, das bin ich. So sehe ich also von innen aus, hä? Huh? Oh Mann, in Wirklichkeit ist das sogar noch prächtiger. Da stehen dann halt die ganzen Namen. Der Patreons. Gut gemacht, Scott, du hast es geschafft. Ach was, Millie, danke, dass du an mich geglaubt hast. Minuspunkte gibt es allerdings für die Verspätung. Das kommt dann in den Jahresbericht. Ach komm schon, Millie, ich habe so hart daran gearbeitet. Du hast dich gut geschlagen, aber Verspätung ist immer noch Verspätung. Nun, dann lasse ich dich mal. Sieht so aus, als bräuchte Bürgermeister Connor etwas Hilfe. Das hast du gut gemacht, Scott. Bei der Eröffnung war ich tatsächlich sehr nervös. Ja, das habe ich bemerkt, aber das hast du trotzdem gut gemacht. Wirklich? Wow, du bist so aufmerksam, aber ich danke dir. Es ist wirklich cool, wenn man darüber nachdenkt, hä? Huh? Ich hatte diesen Traum, den ich verwirklichen wollte. Und dann habe ich die Welt dabei um Hilfe gebeten. Ich dachte, dass vielleicht eine Handvoll Menschen die Magie hinter meinem Traum erkennen und mir helfen wollen würden. Aber niemals hätte ich gedacht, dass es so viele Menschen sind, die meinen Traum verwirklichen wollen. Ziemlich cool, nicht wahr? Oh ja. Oh, das hätte ich beinahe vergessen. Das hatte ich ja vorhin eigentlich vor. Das ist für dich. Nur ein kleines Dankeschön für alles, was du bisher fürs Museum getan hast. Das ist ein weicher Pinsel. Er ist so ähnlich wie die, mit denen ich Fossilien und zerrissene Seiten gereinigt habe, die ich auf der Insel entdeckt habe. Ich denke, du hast sicherlich Verwendung dafür. Nach dem, was ich bisher von dir gesehen habe, zu urteilen, wirst du diesen Pinsel sicherlich überaus häufig verwenden. Sag Bescheid, wenn du mal etwas Aufregendes findest, okay? Was mache ich denn jetzt mit diesem Pinsel? Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was du ins Museum einbringen wirst. Fee. Du hast einen weichen Borstenpinsel erworben. Schalte die Fähigkeit frei, Fossilien und zerrissene Seiten zu bergen. Oha. Ja, und trotzdem muss ich wieder gießen. Es ist schon wieder 6 Uhr morgen. Ich habe aber nicht den ganzen Tag verdaddelt hier jetzt, ne? Nee, nur den halben. Hm. Jetzt muss ich hier gießen. Super. Na gut, gießen wir halt.
zurück zu unserem normalen Leben. Es hilft ja nichts, nicht wahr? Hin und wieder mal ein Ausrutscher, in Anführungszeichen, und dann geht's wieder ran hier. Gießkanne ist leer. Eigentlich habe ich ja festgestellt, ich brauche hier gar nicht warten, bis was getrocknet ist. Wenn ich die Felder für Feldfrüchte sowieso auf die andere Seite lege, ne? Und hier nur Bäume anpflanze, wie ich es ja geplant habe. Das geht ja total easy. Dann brauche ich den Sprinkler da drüben ja nur noch aufbauen. Da habe ich vorher gar nicht so drüber nachgedacht. Ich kann ja einfach den Sprinkler da hinsetzen. Punkt. Mehr muss ich ja nicht machen. Moment. Das gucke ich mir mal eben an. Wo ist mein Sprinkler? Hier. Der mir übrigens viel zu klein ist. So. Der ist mir viel zu klein. Das nervt mich. Der ist mir viel zu klein, dieser blöde Sprenkler. Und da vorne ist jetzt auch noch eine Blaubeere, habe ich auch nicht gesehen. Heidelbeere. Nein. Du nicht. Okay, Schrott kann ich aber ja aus Müll herstellen. Bist du hier eine Müllpresse? Nein. Aber ich habe eine, das weiß ich. Irgendwo habe ich doch eine Müllpresse gebaut, oder nicht? Ernsthaft nicht? Nee, ernsthaft nicht. Ja, das ist ja nö, ne? Aber ich habe eine im Inventar, das weiß ich. Ja, ne? Nee, da nicht. Da nicht, hatte ich gesagt. Da, eine Recyclingmaschine. Da steht sie doch. So, dann stellen wir die am besten hin. Oh, wo stelle ich die denn hin, ohne dass sie mir auf den Sack geht? Sie wird mir immer auf den Sack gehen. So, komm. So. Weil ich tatsächlich gerade nicht weiß, wie viel Schrott ich brauche. Die klingt komisch. Die klingt sehr komisch. So, dich nehme ich nochmal mit. Dann können wir... da nochmal welche reintun und dann gucke ich jetzt nochmal, wie viel die haben wollen. Ich weiß es nämlich gerade wirklich nicht. Und irgendwie habe ich gerade die ganze Zeit Schmerzen im Bein und ich weiß nicht warum. Und das geht mir auf den Sack und mit was haben die zu? Nein, haben sie scheinbar doch nicht. Haben wir jetzt irgendwie damit gerechnet, dass sie heute zu haben. Schreiner. So. 5 wollen sie haben. Okay. So, Schrott brauchten sie. Wofür brauchte ich denn nochmal den Schrott? Holzbronzebahn.
Nein. Ich habe vorhin etwas Wasabi gefunden. Hat er überhaupt Saison? Das ist eine gute Frage. Hausaufwertend. So. Stufe 2. Brauche ich auch 5. Und 5 Silberbarren. Ach du Scheiße. Okay, habe ich noch nicht. Tut mir leid. Ich brauche also noch ein bisschen Bronze, aber das, der arbeitet ja. Der ist am Arbeiten. Warum ich jetzt Schrott mache, weiß ich eigentlich auch nicht so wirklich. Oh Gott, was ist hier passiert? Flip. Da steht einfach Glücksklee, mit dem nichts passiert. Frechheit. Oh Gott, das sieht so schlimm aus hier, ne? Sieht wirklich schlimm aus. Kann man da nicht irgendwas gegen machen? Würde ich gerne. Gott, schon ist die Musik wieder weg. Hier steht ja nix. Keine Blume, kein gar nichts. Warum in drei Teufelsnamen tut mein Bein jetzt so weh? Versteh's nicht. Da steht eine Blume. Darf ich die bitte mitnehmen? Der war hier so mächtig am Blumen verteilen, das hat denen offensichtlich Angst gemacht und die haben mir einfach die Blumen geklaut. Wie soll ich denn rausfinden, wie die Geschichte mit Raphael und seinem komischen Dings weitergeht, wenn ich ihm keine Blume schenke? Ich weiß das zu schätzen, danke. Oh hey, ich habe dich dort gar nicht gesehen. Was, wenn der Entdecker das ganze Tevanium für sich behält? Ich habe gerade bemerkt, dass er mir eigentlich gar nicht gesagt hat, wo diese Höhle genau liegt. Vielleicht hätte ich ihm keine Anzahlung leisten sollen. Ach, Raphael, Mensch, was machst du denn auch, du Mopsel? Nee, das macht man ja nicht. Hattest du bisher einen guten Tag? Ja. Mein Bruder und ich teilen uns die Arbeit, auch wenn es gerade nicht viel zu tun gibt. Das macht die Sache gerechter, denke ich. Ja, das denke ich auch. Was macht der Schnuffelmops denn auch? Man gibt doch niemandem Geld. Sagt die, die sich gerade ein Handy gekauft hat, dass sie nicht kriegt. Ich hoffe, bis die Folge rauskommt, habe ich's. Sonst bin ich ein bisschen arg beleidigt. Okay, ich will nochmal eben hier auf den Kalender gucken. Wir haben heute den, keine Ahnung, wie viel? Am 27. ist Strafsache. Wir haben den 24. Okay. 27. Ist ja nur noch 3 Tage hin. Ich muss da dran denken, bis nächste Woche, weil ich ja erst nächste Woche wieder aufnehmen will. Aha. Blume, Blume. Wo ist denn unser Kaffee-Vernichter, wollte ich gerade sagen. Kaffeehersteller. Steht Ratschi unten? Ja. Dann gehen wir doch mal zu dem... Alter, wie das bei OBS ruckelt, ne? Ich hoffe nur, es ist nicht in der Aufnahme so. Oh, sieh an, danke. Ich trinke nicht jeden Tag Kaffee. Ja, nein. Ich mag die unterschiedlichen Aromen, die in einer Tasse zu finden sind. Immer wieder eine tolle Erfahrung und ein Stimmungsaufheller. Was für ein wunderschöner Tag, um sich draußen aufzuhalten. Ich glaube, ich werde morgen mal vor der Arbeit den Gartenweg aufsuchen und mein morgendliches Getränk beim Anblick der Schmetterlinge genießen. Ja, ja, das werde ich unbedingt tun. Das tust du öfters. Ich habe dich da öfter gesehen. Ich weiß nicht, warum das bei OBS so ruckelt. Ich hoffe nur, es ist nachher in der Aufnahme nicht so. OBS ist gerade furchtbar. Und OBS und ich, wir kennen uns noch nicht so gut, obwohl wir jetzt gefühlt schon eine halbe Ewigkeit miteinander arbeiten. Aber so richtig warm miteinander sind wir immer noch nicht geworden. Das ist manchmal so ein kleines Problemchen. Weil ich dann nicht verstehe, wo das Problem von OBS sitzt. Und OBS sagt sich wahrscheinlich, du bist das Problem, Alte. Du.
Problem sitzt immer vorm PC. Hat es ja auch recht mit. Ich knurrt mir auch noch der Magen. So weit sind wir schon, ja. Hier gibt es viele Blumen. Vielleicht sollte ich die bis morgen mal behalten. Gut, dann gucken wir einfach mal, ob wir hier jetzt rumkommen. Ich hatte mir das letzte Mal, hatte ich in meinem Privaten das Ding so blöd gebaut. Also wirklich sehr blöd. Ich konnte nicht drum rumlaufen. Und das ist blöd, ja. Ja komm, ich verkaufe sie trotzdem. So, wenn ich aber gar nicht so viel Schrott brauche, dann lagere ich den auch lieber wieder. Dann lagere ich den lieber wieder. Da steht jetzt also mein... Ich finde diese Vogelscheuche zu geil. Ich will gucken, ob er da noch mehr von hat, ne? Wäre mega cool, wenn... Ein Buch! Was das sein Buch ist! Es sind immer Bücher. Oh Gott, dieses Spiel. Warum finde ich denn jetzt noch hier hinten so viel Gedöns? Ich wollte hier eigentlich nur hin, um ein bisschen sauber zu machen und aufzuräumen. Und dann habe ich halt... Da oben ist auch noch einer. Kompost, okay. Kompost wäre jetzt nicht so notwendig gewesen. Ich vergesse immer, dass ich gucken will, ob er noch so eine Vogelscheuche hat. Bin halt auch nicht mehr die Jüngste, da vergisst man schon sehr viel. So. Und jetzt ist erstmal wieder gutes Nächtle angesagt.